Schönen guten Tag. Ich freue mich heute sehr, bei der neuen Ausgabe vom Kultur-Europa-Journal bei mir, Bami Havir vom Afroasiatischen Institut, begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, lieber Bami. Du bist soziokultureller Referent im Afroasiatischen Institut. Was genau machst du da? Als soziokultureller Referent schaue ich, dass es grundsätzliche Beschäftigung ist überhaupt mit, was ist Kultur und auch was Nachhaltigkeit ist und wie unterschiedliche Kulturen, wie wir sie so sehen, zusammenkommen können in unserer Gesellschaft. Auch, dass es auch zu einem regen Austausch kommt, nicht aber in gezwungenermaßen, sondern ganz subtil, unterschwellig. Ja, wunderbar, das klingt sehr interessant. Wir haben uns über die Vermittlung von Evelyn Janko kennengelernt, virtuell vorweg einmal. Der Grund, weshalb ich dich eingeladen habe, ist aber jetzt nicht diese Art von Job, sondern weil du seit kurzem auch schreibend tätig bist, schriftstellerisch tätig. Bevor ich dich bitte, einen Text von dir vorzulesen, habe ich noch eine Gretchenfrage sozusagen. Was wünschst du dir von Europa, von der Europäischen Union? Was ich mir von der Europäischen Union konkret wünsche, ist, dass es mehr Friedensarbeit stattfindet. Die EU ist ja auch als Friedensprojekt gegründet worden, ja. Und da finde ich, dass es mehr Projekte gibt, wo Menschen zusammenkommen. Und das ist, weil wenn man jetzt die Menschen über EU fragt, dann ist es meistens das Wirtschaftliche im Vordergrund. Man hört von Lobbying und so weiter. Aber dass es Menschen zusammenkommen, zusammen was entwickeln, mehr auch dann für Kleinbauern und Kleinbäuerinnen gibt, ja, das wünsche ich mir mehr. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank für den Input. Darf ich dich jetzt bitten, dass du einen Text vorträgst, den du geschrieben hast? Gerne, danke Sandra. Was ich als erstes jetzt lesen werde, heißt: Lass mich sein. Lass mich sein. Wer bist du? Woher kommst du? Was willst du? Wie lang bleibst du? Was magst du? Wann gehst du nach Hause? Wo bist du zu Hause? Wer bin ich? Woher komme ich? Was will ich? Wie lang bleibe ich? Was mache ich? Wann gehe ich nach Hause? Wo bin ich zu Hause? Leute stellen mir Fragen. Ich stelle mir Fragen. Fragen, zu denen ich keine Antworten habe. Fragen, zu denen Sie keine Antworten haben. Fragen, die mich überfordern. Fragen, die Antworten blockieren. Fragen, die mich alleine lassen. Fragen, die mich vereinsamen. Fragen, die mich verfremden. Fragen, die das Sein zerstören. Lass mich sein. Im Sein gibt es keine Fragen. Im Sein gibt es keine Antworten. Das Sein lässt mich sein. Das Sein ist mein Ursprung. Das Sein ist mein Wille. Das Sein ist die Zeit. Das Sein ist das Tun. Das Sein ist mein Zuhause. Lass mich sein. Einen zweiten Text habe ich auch vorbereitet. Das heißt, das Haus ist, ja, das Haus. Die Fenster von dem Haus gegenüber. Dort war ich mal. Es gab Menschen dort. Dunkles Licht, leise Stimmen. Gedämpfte Erwartungen. Ich streifte vom Raum zu Raum mit dem Bild eines verwachsenen kleinen Teiches in den Augen. Die Schatten des Lichtes auf den dunklen Mauern
verschlingen mich. Die Stimme einer Vorleserin machte mir Mut, verschlingen zu lassen. Eine fröhlich lachende Stimme drängte mich hinaus in den Regen. Meine eigene Meinung, voll wie das Haus, sinnentleert. Die stumme Stimme stieß Schreie, die im leeren Körper halten. Der Körper ließ sie gerne begleiten und mit geschlossenen Augen verschlang er die schalen Freuden. Tausend und eine Nacht waren es, sagten sie später. Tageslicht drang keines dazu. Erwürgt und hochgewürgt warf mich der Dämon heraus. Unverdaut und doch noch ganz steh ich nass im Lebenssaft. Ganz behutsam nehme ich meine Kindheit mit. Für etwas anderes bin ich fähig nicht. Großartig. Vielen Dank, lieber Bamir. Sehr berührend und sehr beeindruckend. Deine Kontaktdaten haben wir dazu geschrieben, werden wir dazu schreiben bei der Website, damit jeder und jede mit dir in Kontakt treten kann. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bedanke mich für deine Bereitschaft, hier bei uns dabei zu sein. Danke, liebe Sandra, dass ich hier auftreten habe dürfen. Und vor allem hat mich sehr gefreut, deine Bekanntschaft zu machen. Ja, und ich hoffe, dass wir auch in Kontakt so bleiben. Ganz sicher, das kann ich dir versprechen. Danke, Bamir. Schönen Tag wünsche ich dir. Dir auch einen schönen Danke, Tag. Danke, ciao.